Okay. Schönen guten Tag, Folge Nummer 6. 5. Wollen wir nicht übertreiben hier, Herr Bergmann. 56. Genau. Von 60, nein. Ja, mindestens. Folge Nummer 5 von Rise of the Tomb Raider. Wobei ich ja sagen muss, dass ich wirklich positiv überrascht bin. Wovon? Von Tomb Raider. Ja, ne? Es hat sich als stark gewandelt, als oder? Als lebenslanger Nichtspieler von Tomb Raider. Das jetzt. Wie heißt das Spiel? du hast den Problembär bezwungen gestern. Ja, jetzt bist du wieder am Controller. Genau. Ich hoffe, jetzt ist sich hier Ruhe eingekehrt. Ist Ruhe angekehrt? Du musst offensichtlich Ressourcen sammeln. Heilende Ressourcen zumindest, vor allem schon. Ja, ich bin nämlich sehr krank Vogelbären geworden. Vogelbären sollst du einsammeln. Genau. Bin wegen dir nämlich sehr krank geworden. Oh, armes Hase. Dann sammel jetzt mal Vogelbeeren und dann wirst du wieder gesund. Genau. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Genau. Ach so, hier Blätter. Du sollst sie auch einsammeln. Ah. Ich brauche einen Verband. Ja, aber da waren noch eben Blätter, oder nicht? Hallo? Eben hat sie doch noch Blätter gesehen. Da ich noch mal drück doch nochmal. Ja, da haben wir nichts. So, auf Blätter. Die hast du schon eingesammelt. Habe ich schon, achso. Da waren aber noch mehr, ich glaube rechts. Nee, doch nicht. Da hinten, da, da ist liegt noch was. Das sind Bärchen bestimmt. Ja, Blätterbären. Unsere heilenden Bären. Bären und Beeren. Ja, das eine waren Problembären, das andere war jetzt das heilende Bären. Das sind Problemlöserbären, genau. Da geht es uns dann jetzt gut? Nee, ich sehe immer noch Blut. Warte mal. Ja, konnte man irgendwo geduckt laufen auch? Nee, das macht mit B, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Nee, nee. Oh, ich habe Hubschrauber. Action. Da musst du aber hin. Okay. Da ist eine Kiste mit irgendwas. Ich würde vor allem meinen Leuchtstick mal ausmachen, glaube ich. Ne? Halten, heilen, okay. Linker Button. Ja, perfekt. Ja, jetzt stehen wir wieder aufrecht, siehst du? Scheint ganz hindurchzuführen. Ich muss an den Bären vorbei. Aber ich gehört an den Bären vorbei? An den Bären. Den Problembären, den gibt es also immer noch. Okay. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen sogar. Also. Du Schande. Schieten die, ja, dann wieder zurück, ne? Ja, sieht so aus. Ja, sieht so aus. Und da wartet er schon auf dich. Brumm, brumm. Der Hustinettenbär, vor dem hatte ich früher mal Angst. Echt? Mhm. Na, wer mag schon husten, ne? Und dann noch als Bären. Ja, guck mal, du bist ja schon ein alter Tomb Raider-Profi. Hatten wir gesagt, dass du am Controller bist? Nee, haben wir nicht. Bist du aber? Bin ich. Put. Oh, Fliegenpilze. Ja, mach mal. Für die Pfeile bestimmt. Können wir jetzt irgendwie... Finden Sie Pilze? Du musst auch noch mehr Pilze finden. 3. Für ein Giftpfeil-Upgrade. Ah, okay. Aber das können wir nur im Camp machen oder konnte es auch unterwegs machen? Das weiß ich nicht. Vielleicht findet man dann zufällig auch ein Camp. Lass uns erstmal gucken, wo noch mehr Giftpilze sind. Gift. Da hoch. Oh ja. Das weißt du ja, wie es geht? Klar. Hast du ja in der ersten Folge gesehen, wie elefant ich das gemacht habe. Ja. Eigentlich sind die ganzen Wasserfälle gefroren hier. Ja. Halt kalt. Wo war denn der Bär noch? Geht dich nicht an, da oben liegt ein Nest. Ja. Ein paar Federn runterholen, ne? Zack. Genau. Wir denken auch nicht an die armen Vögel, die wir irgendwie gerade... Pfeile schon, um Pfeile herzustellen. Ja. Ach so, RT. Nee, links. So. Rechts. RT. Pistolengriff rechts. Festhalten. RT, okay, ja. So, ja, hast du jetzt einen hergestellt? 5 Pfeile hast du jetzt hergestellt. Kannst du ein paar Federn mitnehmen? Genau. Aber wir suchen ja immer noch Fliegenpilze für Giftpfeile. Die ist offensichtlich okay, dahin. Okay, da ist noch ein Seil. Ach, wir sind wieder da, wo wir vorhin schon mal waren, glaube ich. Das ist dann wieder diese Plattform. Natürlich, sind wir auch zurückgegangen. Geronimo. Oh, mitten ins Reh. Hallo. Brauchen wir noch Felle? Ja, es ist abgehauen. Aber es hat Auto-Aim. Sie hat Auto-Aiming. So. So. Das leuchtet schon mal. Aber wir brauchen ja Fliegenpilz. Ui, sie ist gerade vorbeigesprungen am Baum. Ne? Warum auch immer wir jetzt auf diesem Baum stehen. Weiß ich nicht. Ist auch egal.
Aber jetzt hast du einen Überblick vielleicht, wo. Da hinten blinkt was, siehst du es? Neben dem, drin mal da, was da, siehst du? Neben dem Baumstamm ja, da. Ja, das ja. Bringt ja auch immer Ressourcen. Da müssen wir hin, oder? Warum nicht? Es bringt Ressourcen. Ne? Da ist noch ein Nest da. Da liegt ein Nest hinten übrigens. Oder sind das Beeren? Das sind entweder Beeren oder. Ja, das sind Beeren. Oder Bären. Der Bär ist ja wieder da, wo er vorhin war. Da blinkt es. Da. Ja. Das würde ich sagen, holen wir uns noch. Okay. Dann kannst du noch das Hirsch da erleben. Das Hirsch. Ja, da irgendwo muss das sein. Da, ich glaube, da ist das. Da. Das ist bestimmt eine Falle. Ja. Es ist eine Falle. Und ein Eis. Keiner weiß, wovon wir reden, aber es ist okay. Den erklärst du irgendwann nochmal, den Witz, ne? Irgendwann erkläre ich den ja, nochmal. Soll ich mal, auf die Map? Ist sie gar nicht. Andere Taste. So. Da müssen wir hin, um Fliegenpilze zu... Da ist, das ist das Lager, unser erstes Basislager. Was das ist der ganze Level sozusagen. Da sind wir reingekommen. Da ist das Basislager. Da sind wir. Oben gibt es ein Document. Hier müssen wir hin, naja. Ja. Aktuelles Einsatzziel. Da ist noch... Karte haben wir. Da ist noch gesperrt, weil wir können noch kein Mongolitisch. Monolithisch? Du bist toll. Geh jetzt mal zu diesem blöden Einsatz, zu diesem blöden Einsatz. Das war doch hier eigentlich geradeaus die... Oh, witzig. Das wollte ich nicht. Und dann jetzt? Nee, halt. Einfach B drücken, glaube ich, dann. Ah ja. Ja, okay. Das müsste doch jetzt in dieser Richtung sein, ne? Nee, gar nicht, weil links rum. Grob nach da. Also um den Berg rum wahrscheinlich. Ja, um den Berg rum, genau. Habe ich auch gedacht. Das ist wahrscheinlich wieder den Bär. Ja, da geht es wieder. Um da hoch. Bär rum. Da hoch. Nein, links meine ich. Nee, ein Stück zurück, da geht's hoch an der Kante. Nee, noch weiter nach links. Das siehst du immer, wenn diese Farbe da so runterläuft. Ah. Genau, das sind immer die Kanten, wo man hochspringen kann. So. Und hier müssen wir irgendwo... Ja, warte mal, Fliegenpilze, erst mal Einsatzziel. Ah ja, scheint da... Achso, da kommt man den Baum hoch. Joa, keine Ahnung. Da unten leuchtet. Vielleicht liegen da noch Fliegenpilze. Wir haben ja erst einen von drei Fliegenpilzen. Vielleicht ist auch die Richtung, wo wir hin müssen. Ja, stimmt. Dann lauf doch da mal hin. Hase. Apropos Hase. Ja, ich habe mich fast getroffen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Du verschießt nicht so viel von deinen Pfeilen. Du hast nur fünf. Ich dachte, die werden unendlich, hast du erzählt. Ja, ich muss ja nicht alles glauben, was ich sage. Also links von dir ist das Einsatzziel. Da. Hier sollten... hier waren wir doch schon. Warte mal. Ist da was? Nee. Okay, komm, wir spielen Destiny. Nein, Mann, passt. hier bist du völlig falsch, würde ich sagen. Ah, nee, da geht's hoch. Nee, auch nicht. Doch. Nee, doch nicht. Sieht aber ein bisschen so aus, als ging es da hoch, aber geht dann doch nicht. Also sie täuscht es an, ne? Ja, aber dann doch nicht. Wir sind auch wieder völlig? Ja, meine Rede. Vom Kurs abgegangen. Okay, also wieder über den Ast zurück. Hat aber am Ast gesiegt. Und wie der Ast aufs, aufs Pflaster schlägt, hat aber die Kasse liegt. So, hier, ja, da sind wir schon fast dabei. Nee, das ist hier nicht. Ein weiter noch, genau. Da. Genau. Da, ja, da unten. Ja, da. Ah, ist das eine Höhle? Das ist eine Höhle. Ach, sowas. Karte aktualisiert. Ah, da sind Fliegenpilze. Sowas von nett. Und noch einer. So, und jetzt kann ich mir irgendwie. Ist da noch mehr drin in der Höhle? Ein Bär vielleicht. Finden Sie Stoff für das Giftpfeil-Upgrade? Stoff? Achso. Ja. Pilze. Alles voller Pilze. Pilze haben aber genug. Ja, das macht er. Er kann nie genug Pilze haben. Ja, aber hier wohnt bestimmt ein Bär drin. Wetten, dass hier ein Bär drin ist? Ja, warum nicht? Wir brauchen aber Stoff. Sieht stachelig aus, sag ich mal. Kann man es vielleicht anzünden? Nee. Ich glaube, das ist so eine Spawnhöhle. Da entstehen immer die neuen Gegner aus Destiny. Ja, genau.
Dann geht es auch nirgendwo weiter. Das heißt, wir gehen lieber wieder raus. Ja, würde ich auch vorstellen. Oh, Gold. Oder? Also mit X. Magnes. Magne. Da nehmen wir noch irgendwas von. Magnesiterz. Ja. Haben wir eine ganze Menge von jetzt, oder? Ja, so. Hat sich gelohnt. Vielleicht noch mehr. Was wir immer damit machen können. Ja, Drehmetall. Wahrscheinlich. Geh doch mal da raus. Ich geh mal raus. Also wir müssen Stoff noch finden, dreimal. Aber das wird uns ja das Einsatzziel dann gleich sagen. Ja, also Viecher erledigen. Das ist ja Fell. Ich weiß nicht, ob Stoff und Fell unterschiedliche Dinge sind. Ich glaube, stand da Stoff eben? Ja. Ach so. Und da ist halt diese eine Lampe da, die, wo du mal da in der Mitte drück am Einsatzziel. Ich wette, das Ding hat... Nee, da hinten offensichtlich. Das ist er hier, ne? Nee, weiter. Geh weiter. Bist du da? Da. Ich gebe zu, das ist ein bisschen Cheaten, aber ich finde das okay. Hier könnte was sein. Ist das Stoff? Nee. Dann noch weiter. Oder? Ja. Nee, da, auf der anderen Seite. Da. Das ist der Monolith und hier aber ist das drin. Kiste. Da ist eine da Kiste. Stoff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. So, ja. Jetzt zum Lager. Wo ist das denn gewesen? Also das ist ein Stück weiter weg. In da. Also, naja. Konnte man Waypoints setzen eigentlich? Ja, aber ich glaube, er zeigt es dann nur... Ich weiß nicht, wie er das dann... Er macht ja aber nichts. Dann Karten, Doch, Wegpunkt setzen mit A. Ich weiß nur nicht, ob er das dann irgendwie anzeigt im Spiel. Das habe ich jetzt... Nee. Du musst auf jeden Fall in die Richtung gehen, in die du guckst. Und du kannst ja immer den R drücken, dann weißt du ja, wo das Lager ist. Also wir nehmen erstmal mit, was wir kriegen, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Ressourcen sind immer gut. Können wir vielleicht nachher den Bogen, kannst du gleich im Lager den Bogen mal ein bisschen aktualisieren. Tunen, genau. Modden, wie es modern heißt. Ich dachte, der hat ja auch geleuchtet hier. Den habe ich doch schon abgegrast. So. Was liegt denn da, Schönes? Oh, Holz, was ist das? Hier wieder dieses komische interessante Erz. Ort entdeckt. Oh, geil. Magnesiterz. Normal kommt. Nehmen wir mit. Er weiß, wofür es gut ist. Genau. Zwei da war aber noch davon. Was irgendwie da hinten. Genau, hier. Absperren. Sprengladung. Waffen oder Sprengladung? Kannst du es vielleicht mit deinem Eispickel... Ah ja, kann auch wegschießen. Guter Plan. Mit einem Pfeil. Glaube auch nicht. Wie konnte ich den Eispickel aussuchen hier? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kannst du nochmal drauf schießen. Vielleicht muss man reicht einmal nicht. Aber wie hast du den hier? Nee, das geht offensichtlich nicht. Aber noch ein Pfeil vergeuden? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob sie wirklich in dem Falle vergeudet sind. Naja, drei, zwei, ja, oben rechts. Dann lass das mal lieber. Ja. Das ist ja sehr ineffizient. Wie komme ich denn sonst Waffe wechseln? Warte mal. Keine hier Ahnung. Was ist das? Offensichtlich. Achso, da kannst du vielleicht... Wir haben ja nur die eine. Was ist denn mit unserem Pickel? Das ist keine Waffe, deswegen... Achso. Nehme ich an. Also, obwohl gegen den Bären haben wir es auch. Jetzt gehen wir zum Lagerhase. Zum Lagerhasen. Sonst kriege ich Lagerkoller. Ja, da. Auch das ist ja nicht weit weg. Das ist ja um die Ecke. Dann sprinten wir ein bisschen. Den ja, müssen wir mal tun für... Oh, ein Hirsch. Der hat einen Pfeil im Arsch. Entschuldigung. Also, ich bin wirklich... Das war's mit den Pfeilen? Ja. Okay, wir brauchen mehr Hartholz. Naja. Halten Sie RT gedrückt. Also. So. Erstmal ins Lager. Giftpfeile, Inventar. Portfahren. Munition. Munition, genau. Geräuschlose Pfeile, Giftpfeile. Haben wir dann von allem genug? Jo. Ja, dann. Bam. Jetzt haben wir nicht mehr genug. Jetzt haben wir zwei Giftpfeile, oder? Ach, muss man die auch noch auswählen nachher, welchen Pfeil ich haben will, oder was? Ich habe keinen Schirm. Ich auch nicht. Ausrüstung, können wir irgendwas machen? Nö. Kann man noch irgendwas bauen? Nee, ist alles rot. Ne? Ja. Ich glaube, man kann es nur kaufen, wenn es weiß ist. Munition. Da können wir was basteln. Geräuschlose Pfeile können wir basteln. Ja, bauen wir auch noch. Da kannst du mehr von bauen. Ach so, weil die bauen. Nicht so aufwendig sind wie Giftpfeile. Genau, und Pfeile kann man immer gebrauchen. Ja, mehr geht aber nicht, weil du nicht genug Hartholz hast. Genau, Sack.
Im Vorgängerspiel gab es auch Stellen, wo man Pfeile und auch Speere gefunden hat. Also vielleicht kommt das hier natürlich auch irgendwann noch Ausrüstung. Oh, das war's. Ne, mehr konnten wir nicht machen, weil alles rot war. Fähigkeiten. Okay. Da leuchtet noch was. Ah, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Kannst du ausgeben für Eisen? Wir haben aber schon hier einen gemacht. Dann lass uns mal lieber beim nächsten gucken, ob wir da als Jäger du hast recht. Pfeile wiederfinden. Erlangen Sie die Chance, beim Plündern von durch Bürgen erledigten Feinden Pfeile zu bergen. Es sei denn, was gibt es denn noch? Schnelle Herstellung von Waffenbecken und Munition im Lauf. Es gibt schon eine Menge. Ich würde fast den hier machen, oder? Dass man irgendwas wiederfindet. Oder willst du noch mal was kann man denn da oben noch auswählen? Das sind ja die Dinge. Ach, das sind die Kategorien. Okay. Ja, wie du meinst. Was ist der dritte? Was? Überleben. Das war der schnelle Herstellung. Und was sind das noch? Die anderen Funktionen da in der ersten Reihe? Listenreicher Kämpfer. Okay. Brandbomben. Ah, stellen Sie aus roten Benzinkanistern Bomben. Das machen wir dann, wenn wir das brauchen. Leichtfuß, Herbert. Einfrieger-Lerner, Bonus-EP. Das ist alles nichts Unnützliches irgendwie. Ja, aber wir haben ja nur einen Punkt. Wir können natürlich auch noch sammeln. Dann macht er Pfeile wieder. Atemkontrolle. Ja. Ja. Also, oder wollen wir sparen? Wir können auch sparen. Klar. Aber wenn wir sparen, haben wir die Fähigkeit nicht, ne? Das stimmt. Ja. Und wir kriegen sicher noch mehr Fähigkeitspunkte. Also gibt es doch für irgendwas aus. Gut. Im Moment können wir ja noch gar nicht sagen, was uns erwartet. Wenn wir dann die Pfeile wieder finden. Ja, dann gibt es dafür Bomben aus. Ja. Zack. Bam. Zack. Wunderbar. So. Und dann hatten wir, glaube ich, hier noch irgendwo ein Ausrüstungszeug. Bei Waffen, genau. Upgrades. Genau. Und zwar bei dem Eispickel gibt es ein Upgrade, offensichtlich. Nee, beim Langbogen nicht, beim Eispickel, genau. Kletteraxt. Upgrade verfügbar. Muss ich, glaube ich, einfach annehmen. Genau. Umwickelter Griff. Krass. Also gilt die doch als Waffe. Aber ich konnte sie nicht auswählen. Eben. Wie wechselt man sonst die Waffe? Kein Schimmer. Gut. Kriegen wir noch raus. Weil dann hätte ich ja diese Wand da eben locker durchtrennen können. Ja, das stimmt. Das finden wir ja nie wieder. Wie ausruhen? Müssen wir uns auch ausruhen? Kommt bestimmt eine Sequenz. Oder? Wir träumen jetzt. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Er war schon besessen von irgendwas. Ja. Oh, oh. Der Controller hat auch kurz mal eben... Ja, oh, guck, da laufen welche. Na los, wir haben sie. Oh. Wer ist denn die? Das ist Petra Croft. Hermine Croft hat aber keine Pfeile mehr. Schnappt sie euch! Sind immer irgendwelche Honks, die Bösen? Echt? Aber die Frisur sitzt, kann man ja anders sagen. Oh, Scheiße, das ist unser Feuer, ne? Das sieht er jetzt, oder was? Kann sein, ja. Ja. Aber wir sind ja listig, wir liegen da nicht mehr. Nee. Nur erst schießen, dann fragen. Genau. War da jemand? Wäre cool, wenn wir eine Pistole kriegen könnten jetzt von dem Kerl, weißt du? Das stimmt. Erstmal musst du ihn wahrscheinlich gleich noch erschießen. Mache ich. Den lege ich jetzt um, keine Frage. Gib mir die Chance und dann als Profikiller weißt du sowieso. So. Noch ein Cap. Das Feuer war noch warm. Oh, Sie können nicht weit sein. Over. Y. Der Punkt ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen bevor Sie wieder auf Raumzug gehen. Ach, so einfach geht das. Ja, logisch. Tarnung. Nutzen Sie das Gebüsch? Ja, dann gehen wir in das Gebüsch. Kann ich den nicht ausräubern erstmal? Achso, ja, natürlich.
Schwarm aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisst er. Waren das nicht insgesamt drei oder waren das nur zwei? Da stehen übrigens Pfeile, siehst du das? Frau Küche mit Pfeilen, siehst du das da? Wo denn? Da, direkt dieses Gold umrandete da. Ja, das nehmen wir mal mit. Geil. Voll. So, und jetzt? Haben wir den mal ausgeräubert schon? Haben wir? Ich glaube, ja, ja, den hast du ausgeräubert. Haben wir Waffen? Wo guckst du? Herstellung, hä? Ah, zwei Giftpfeile, ach so. Ah, jetzt wählen wir wieder die normalen Pfeile aus. Denn... Ich wüsste wie? Ja, weiß ich auch. RT, Giftwolkenpfeile, nee. Das sind die Nummer. Drücken Sie beim Zielen RB zum Schießen. Was weiß ich. Das ist Herstellen, was ich gerne machen wollte. Ach so, okay, alles klar. Jetzt habe ich... RT und RB. Ach so. Du schießt erst mit RT und dann drückst du RB und dann gibt es eine Giftwolke. Ah. Das lassen wir aber jetzt mal, weil wir ja noch zwei Giftwolken haben und wir wollen ja immer noch den, müssen ja immer noch den Bären erledigen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das machen wir in der nächsten Folge. Das will ich auch sagen. Denn jetzt ist gerade mal, kannst du ja ins Lager gehen oder einfach. Ich bin Pause. Im Lager. Stimmt, und am ich hab Lager. Pause gemacht. Wie zu Hause. Okay, ja, dann sagen wir mal tschüss bis morgen. Bis morgen. Beziehungsweise nein, bis Montag. Wochenende machen wir nicht. Wir haben fünf. Das war Folge 5, nicht 56. Ja, stimmt. Dann bis Montag. Bis Montag. Jo, tschüss. Genau, tschüss.